Im Westen Spaniens soll Europas größte Uranmine entstehen und Brennstoff für Atomkraftwerke geschürft werden. Ein offener Tagebau in einer Region, die hauptsächlich von der Viehzucht lebt. Ängste um das Projekt spalten die Gemeinden in der Region. All das hier hätte keinen Wert mehr. Das Land, die Kühe. Denn wer will schon Fleisch kaufen, das radioaktiv verseucht ist? Ich würde keine Steaks von Rindern essen, die neben einer Mine gezüchtet wurden. Villa Vieja de Yeltes, eine kleine Gemeinde 80 Kilometer westlich von Salamanca. Bürgermeister Jorge Rodriguez Martin macht sich auf den Weg in den Nachbarort Retortillo. Dort hat der britisch-australische Energiekonzern Berkeley zwar eine erste Grube für die geplante Uranmine ausgehoben, für weitere Arbeiten fehlen Berkeley aber Bau- und Fördergenehmigungen. Jorge kontrolliert den Stand des Projekts. Zurzeit darf Berkeley an der Gruppe nicht weiterbauen. Da passen wir sehr genau auf. Sollte der Konzern unerlaubt Arbeiten einleiten, dann werden wir Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen. In einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren. Bis 2019 will Berkeley hier die größte Uranmine Europas eröffnen. Pro Jahr sollen 2000 Tonnen Brennstoff für rund 130 Atomkraftwerke in ganz Europa geschürft und verarbeitet werden. Ein offener Tagebau, mitten in einem Naturschutzgebiet. Die Regionalverwaltung und Spaniens Industrieministerium unterstützen das Projekt. Hier ist es. Die Anwesenheit der Berkeley-Arbeiter in ihren orangenen Westen macht Jorge unruhig. Nach Klagen werden einige Gutachten zugunsten des Projekts derzeit überprüft. Das gibt dem Bürgermeister Hoffnung. Denn für ihn ist der Schaden jetzt schon sichtbar. Vorerst Entwarnung. Keine Arbeiten. Vor kurzem hatte Berkeley 1800 Steineichen ausreißen lassen. Hier standen genauso viele Bäume wie 200 Meter weiter. Noch sieht es nicht so gravierend aus, denn der Schaden betrifft nur ein kleines Gebiet. Aber es lässt sich erahnen, welche schwerwiegenden Folgen das eigentliche Projekt haben würde. Die artgeschützten uralten Steineichen prägen die Landschaft. Berkeley will 28.000 von ihnen für die Uranmine fällen und verspricht im Gegenzug, neue Steineichen anzupflanzen. So eine kleine Steineiche kostet 50 Cent. Wir sprechen hier also von einer minimalen Investition. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es 200 bis 300 Jahre dauert, bis einige von diesen 30.000 neuen Bäumen, also ich meine einige, die Größe derjenigen erreichen, die Berkeley bereits gefällt hat. Diese Aufforstung ist fiktiv. Doch viel größer ist die Sorge um Strahlung durch radioaktive Uranabfälle, die beim Urantagebau in riesigen Mengen entstehen. Ein Risiko für Umwelt und Gesundheit. Das hier ist Regenwasser. Es oxidiert mit Bodenmetallen und sickert ein. Die Verschmutzung ist schwer zu kontrollieren. Die Zunahme der Radioaktivität, die Luftverschmutzung durch den Staub, der bei Explosionen entsteht, dies verschlechtert ohne Zweifel die Qualität der Luft, die wir atmen, und des Wassers, das wir trinken. Bis Anfang 2019 muss das Amt für Strahlenschutz sein Urteil fällen. So lang steht alles still. Mit dem Salamanca-Projekt will Berkeley zum größten Uranproduzenten in Westeuropa werden. Der Bedarf nach dem Brennstoff für Atomkraftwerke ist in Europa groß. Allein Frankreich betreibt 58 Reaktoren. Dass der Urantagebau Gefahren für Umwelt und Gesundheit birgt, bestreitet der Konzern. Vor der Kamera will sich Berkeley dennoch nicht äußern. In der Region Campo Charro stößt die Uranmine aber nicht nur auf Widerstand. Die Arbeitslosigkeit liegt im Schnitt bei 16%. Einige erhoffen sich vom Tagebau Arbeit und wirtschaftlichen Aufschwung.
So wie die Gemeinde Retortillo, an der die erste Grube liegt. Eustaquio Martín Herrero ist einer von insgesamt 5 ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten in Retortillo und gehört der konservativen Partido Popular an. Er ist für die Uranmine. Der selbstständige Förster verdient den Lebensunterhalt für seine 4-köpfige Familie durch Landarbeiten und den Verkauf von Holz, von Auftraggebern oder aus seinem eigenen Grundstück. Wenn die Mine öffnet, wird es Arbeitsplätze geben. Deshalb gibt es Menschen, die dafür sind, die genau das wollen, weil es in der Gegend so gut wie nichts gibt. Nach der Wirtschaftskrise in Spanien mussten schon einige wegziehen. Als die Krise einsetzte, gingen die Unternehmen pleite. Vom Projekt profitiert Eustaquio jetzt schon. Viele der alten Steineichen an der ersten Grube hat er gefällt und dafür viel Kritik einstecken müssen. Ich kämpfe, um die Familie am Leben zu erhalten. Und der einzige Weg dazu ist die Arbeit. Was auch immer der Familie helfen kann, ist für mich willkommen. Die Familie lebt allein von Eustaquios Verdienst. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Das ist harte Arbeit, aber auf dem Land ist das noch härter. Du nimmst eine Motorsäge und schneidest 8 oder 10 Stunden am Tag. Das ist anstrengend und auch gefährlich. Aber die Gewinnspanne bleibt minimal. Das Holz bringt Eustaquio jetzt zu seinem Lager. Er hofft, es die nächsten Tage gut zu verkaufen, als Vorrat für den Winter. Eustaquio bleiben pro Monat im Schnitt weniger als 1.000 Euro netto, trotz langer Arbeitstage und Wochenendeinsätzen. Einigen Bekannten auf dem Land gehe es noch schlechter, sagt er. Durch die Mine hätte die Region wieder eine Perspektive. Die Sorgen vor radioaktiver Strahlung kann er nicht nachvollziehen. Heutzutage wird viel mehr auf Gesundheit und Sicherheit geachtet. Vor Jahren zum Beispiel trugen wir keine Schutzhosen, keine Handschuhe, Sicherheitsstiefel oder Helme. Aber heute gibt es viele Vorschriften. Und beim Strahlungsschutz ist es bestimmt auch strenger geworden. Eustaquio vertraut auf die Untersuchungen von Berkeley und der Behörden. Inzwischen ist Bürgermeister Jorge an der Sammelstelle für das Trinkwasser seiner Gemeinde angekommen. In den heißen Sommern ist dieses Reservoir sehr wichtig. Eine Kontamination durch die Uranmine würde die Wasserversorgung der Region gefährden. Hier werden die Abwässer aus der Produktion von Urankonzentraten ankommen, da die Fabrik nur 6 Kilometer flussaufwärts liegen wird. Und diesen Fluss kann man jetzt zwar in seiner Pracht betrachten, aber in der Regel ist die Strömung viel schwächer, sodass die Entsorgung der Abfälle sehr schwierig sein wird. Um Uran zu verarbeiten, werden unter anderem gefährliche Schwermetalle eingesetzt. Die darf Berkeley kontrolliert über den Fluss Yeltes entsorgen. Genehmigt hat das die Behörde für Wasserschutz, ohne sich in Villavieja ein Bild zu machen. Jorge sieht das kritisch. Niemand hat untersucht, ob diese Einleitungen schädlich sind. Es gibt keinen Bericht, der garantiert, dass sie harmlos sind. Die Wasserschutzbehörde hat alles genehmigt, ohne diese Sammelstelle zu berücksichtigen. Auch die Radioaktivität wurde in den Berichten nicht berücksichtigt. Jorge hat Beschwerde gegen die Genehmigung eingelegt. Über weitere Schritte gegen das Projekt will er heute abstimmen lassen. Er hat in Villavieja eine Gemeinderatssitzung einberufen. Eine Nachricht von Unterstützern. Sie haben die Mitteilung über die heutige Sitzung gelesen, die ich auf Twitter und YouTube gepostet habe. Sie schreiben, dass Berkeley eben angekündigt hat, an die spanische Börse gehen zu wollen. Für Jorge eine gute Nachricht. Berkeley sucht offenbar immer noch Investoren. Und das 6 Jahre, nachdem Spaniens staatliches Atomunternehmen Enusa dem Konzern die Rechte am Urangebiet übertragen hat. Eine Stunde später. Am Rathaus in Villavieja treffen Berkeley-Mitarbeiter auf Minengegner. Die Mehrheit der Gemeinderäte ist von der Sozialistischen Partei und auf Roches Seite. Doch die Berkeley-Mitarbeiter erscheinen zahlreich.
Sie wollen so Druck auf das Rathaus ausüben. Auch Eustaquio ist gekommen. Er ist gespannt, was Jorge vorhat. Im Jahr 2012 stellte Spaniens Atomunternehmen Enusa fest, dass Berkeleys geplanter Uranabbau weder die technischen Anforderungen erfüllte noch rentabel war. Also zog sich Enusa aus dem ursprünglich gemeinsamen Projekt zurück. Und um eine Klage zu vermeiden, trat Enusa Berkeley die Rechte des spanischen Staates an den Uranvorkommen ab. Aber dabei wurde Spaniens Ministerrat nicht konsultiert. Sie ist aus unserer Sicht nichtig. Wer ist dafür, dass wir die nötigen Maßnahmen ergreifen, um diese Rechteübertragung an Berkeley für nichtig erklären zu lassen? Stimmen dafür? Stimmen dagegen? Einer. Fünf gegen einen. Wie so oft, wenn es in Villavieja um Berkeley geht. Esther Nieto, Pressesprecherin von Berkeley, greift den Bürgermeister direkt an. Mehr als 100 Einwohner aus Villavieja haben sich bei Berkeley beworben. Mehr als 20 arbeiten dort. Für wessen Gemeinwohl sprichst du? Ich finde es bedenklich, dass Sie, ein Vertreter des Volkes, sagen, Sie würden sich mit aller Kraft gegen ein solches Projekt wehren, selbst dann, wenn es alle Anforderungen erfüllt. Über die Jahre haben sich die Fronten verhärtet. Wir werden nicht nachgeben, nur weil hier eine mehr oder weniger große Gruppe von Bürgern Arbeit braucht. Wir werden unser Bestes tun, um unsere legitimen Rechte auf die Wahrung unseres Kulturerbes, unserer Gesundheit und Zukunft zu verteidigen. Denn hier gibt es auch viele Viehzüchter. Nicht jeder will Bergmann sein. Jorge ist überzeugt, für die Mehrheit der Gemeinden zu sprechen. Doch bei den Minenbefürwortern ist die Stimmung gedrückt. Berkeley verspricht 450 direkte und bis zu 2000 indirekte Stellen zu schaffen. Ich habe zu tun, mit oder ohne Berkeley. Aber es gibt Leute hier, die keine Arbeit haben. In der Region Campo Charro spielt die nachhaltige Viehzucht traditionell eine wichtige Rolle. Der berühmte Serrano-Schinken stammt aus dieser Gegend. Weltweit genießt das Rind- und Schweinefleisch den besten Ruf. Angel Abaca ist seit mehr als 40 Jahren Viehzüchter. Es ist mein Leben und ich liebe es. Die Kühe, das Land, das ist mein Glück. Deshalb bin ich hier. Das ist es, wovon die Region schon immer gelebt hat. Sie lebt ausschließlich vom Vieh. Hier gibt es wenig Landwirtschaft, keine Weinberge. Wenn die Viehzucht zusammenbricht, bricht die ganze Region zusammen. Angels Finca liegt 20 Kilometer von der geplanten Uranmine entfernt. Er ist überzeugt, dass auch all diese Nutzflächen vom offenen Tagebau Schaden nehmen werden. So sehen es auch benachbarte Bauern, die den 70-Jährigen oft beim Füttern der Tiere helfen. Pass auf die Kühe auf. All das hier hätte keinen Wert mehr. Das Land, die Kühe. Denn wer will schon Fleisch kaufen, das radioaktiv verseucht ist? Ich würde keine Steaks von Rindern essen, die neben einer Mine gezüchtet wurden. Beweise hat Angel dafür nicht. Er fürchtet aber auch um die Zukunft seines Sohnes. Alvaro ist in seine Fußstapfen getreten und ist Viehzüchter. Eine Ausnahme. Denn die meisten jungen Leute verlassen das Land, weil sie keine Jobs finden. An die Uranmine als Jobmotor glaubt Angel dennoch nicht. Auf lange Sicht würde sie das Ende der Dörfer besiegeln. Wer wird hier leben wollen, im Wissen, dass man kontaminiert werden kann? Doch der 70-Jährige will sich nicht kampflos geschlagen geben. Angel hat sich einer Protestbewegung angeschlossen. Bald stehen neue Aktionen an. Jorge sucht in der Zwischenzeit in seinem Büro die Unterlagen für die Klage zusammen. Die Sitzung hat auch ihn nicht kalt gelassen.
Bei solchen Reibungen gibt es Momente, in denen man sich sehr einsam fühlt als Bürgermeister. Schließlich sind wir alle Menschen, die auch mal Schwäche und Müdigkeit spüren, klar. Es ist ein sehr langer Kampf, ein Kampf David gegen Goliath. Seit 2014 kämpft Jorge diesen Kampf, gegen Berkeley und gegen die Behörden. Er ficht Urteile und Gutachten an, fordert Akten ein, macht auf die möglichen Gefahren durch die Mine aufmerksam. Ich habe die Klagen gegen die Verträge schon vorbereitet. In die Regierung hat er längst kein Vertrauen mehr, wohl aber in die Justiz. Noch was, Jorge? Nein, danke. Gut, bis dann. Wenn die Nachbarn in Firmenkleidung zu dir kommen, um dir ins Gesicht zu sagen, dass sie ihren Job verlieren werden, wenn du weiterhin gegen ihren Arbeitgeber vorgehst, ohne Zweifel ist das hart. Klar, es war bitter für mich. Aber was ich im Plenum gesagt habe, stimmt. Es ist tatsächlich unsere Pflicht, darauf zu achten, dass das Gesetz respektiert wird, auch wenn einige Arbeitsplätze dabei geopfert werden. Der Uranabbau ist zunächst auf maximal 14 Jahre angelegt, könnte aber viele traditionelle Arbeitsplätze vernichten, wie die im Thermalbad von Retortillo. Seit mehr als 100 Jahren lockt es Touristen an und beschäftigt rund 70 Menschen. Wenige Meter entfernt liegt die Bala Casablanca, das Hauptquartier der Protestgruppe Stop Uranio. Auch Angel ist heute zum Treffen gekommen. Ich habe Lust, mit aller Kraft zu kämpfen. Raquel Romo González und ihren Eltern gehört die Bar. Sie ist die Vorsitzende von Stop Uranio. Also, der Zug wird ab Pocinho eine ganze Weile fahren. In 3 Tagen will die Gruppe mit dem Zug ins 40 Kilometer entfernte Portugal fahren und dort gegen die Mine mobil machen. Klar, Portugal hat bei dem Mist gar nichts zu gewinnen. Der Uranabbau in der Gegend hat bereits eine Vorgeschichte, die allen noch präsent ist. Wir hatten schon nahe der Grenze die Uranmine in Salices. Es wird immer gesagt, es sei nichts passiert. Aber in Wahrheit gibt es dort viel mehr Menschen, die an Krebs gestorben sind. Der Prozentsatz ist viel höher. Wir wissen das, weil wir die Dörfer kennen. Seit 2007 ist die Krebsrate in der Region um knapp 7% gestiegen, wie im restlichen Land. Für Raquel nicht die einzige Sorge. Wir leben vom Thermalbad. Unsere Geschäfte hängen davon ab. Sollte es also eine offene Mine geben, wäre das völlig inkompatibel mit einem Thermalbad nur 800 Meter entfernt. Die Besucher würden nicht mehr kommen. Von der Aktion in Portugal erhofft sich die Gruppe viel. Welche Gefahren von einer Uranmine für die Grenzregion drohen können, zeigte sich im Jahr 2007 in Salices El Chico. Die einstige Uranmine nahe der portugiesischen Grenze wurde 2007 für viele zum Mahnmal, als ein Damm für Abfallprodukte aufgrund starker Regenfälle brach. Strahlung gelangte so in den Fluss Duero, der weite Teile der iberischen Halbinsel mit Wasser versorgt, mit großen Schäden für die Umwelt. Berkeley will nun 6-mal mehr Brennstoff in der Region fördern. 3 Tage später. Die Gruppe um Angel wartet auf den Zug nach Porto. Das Ziel ist klar. Kämpfen, damit das Campo Charo frei bleibt von Atomkraft. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um uns besser zu verteidigen. Unsere spanischen Politiker entvölkern ja regelrecht unsere ganze Region. Bis Portugal sind es vom Campo Charo aus nur 40 Kilometer. Von einer Luft- und Wasserverseuchung wäre also auch Portugal betroffen. Angel und seine Mitstreiter werden daher auf halber Strecke portugiesische Unterstützer treffen. Alle hier setzen auf die Hilfe des Nachbarn, der zu 100% auf erneuerbare Energien setzt und auf AKWs verzichtet. Portugals Regierung hat sich inzwischen bei der EU beschwert. Lissabon sei von Madrid nicht einbezogen worden, trotz möglicher Folgen für Trinkwasser und Weinanbau. Heute geht es darum, die Portugiesen davon zu überzeugen, dass die Mine näher ist, als sie denken. Und dass wir alle den Mist spüren werden. Die Abfälle landen nicht nur bei uns, in Yeltes, sondern auch in portugiesischen Flüssen, im Huebra und im Duero.
Zurück im Campo Charo. Auch am Wochenende hat Bürgermeister Jorge viel zu tun. Zu Hause bereitet er ein neues Video für den YouTube-Kanal der Gemeinde Villa Vieja vor. Es geht um die jüngste Gemeinderatssitzung. Guten Tag, ich bin Jorge Rodriguez Martin, der Bürgermeister von Villa Vieja de Yeltes. Also, Cristina González Garrido ist die Leiterin der Strahlenschutzabteilung von Berkeley Salamanca Projekt. Der Vorwurf? Die Berkeley-Arbeiter trugen bei der Sitzung ihre Schutzkleidung. Für den harten Gegner eine Steilvorlage. Die Sache ist, dass das Unternehmen ständig verkündet, es würde die höchsten Sicherheitsstandards einhalten. Gerade deshalb muss ich Berkeley jetzt bitten, mir zu erklären, ob es normal ist, dass die Arbeiter in öffentlichen Räumen Schutzkleidung tragen. Denn so wie ich das sehe, ist es das nicht. Jorges unerbittlichen Kampf unterstützt auch Ehefrau Pepper. Obwohl die Familie dafür einen hohen Preis zahlt. Unruhige Nächte, Feindseligkeiten. Wir wissen, dass wir viel Druck aushalten müssen. Und das ist unvermeidlich. Man lebt immer mit einer gewissen Angst. Ihren genauen Wohnort wollen sie nicht nennen. Pepper befürchtet Angriffe von Minenbefürwortern. Wir opfern auch wichtige Familienzeit. Unter der Woche ist Jorge so vertieft in die Sache mit der Mine. Er macht ein Video, ein Treffen, ein Interview, eine Konferenz, einen Infoabend. Und dann kommt das Wochenende und er ist völlig erschöpft. Er kriegt gar nichts mehr mit. Und in diesem Sinne fehlt uns oft seine Anwesenheit. Dabei ist Jorges Bürgermeisterfunktion nur ehrenamtlich, wie üblich auf dem Land. Lucia, komm Schatz, Essen ist fertig. Die Familie lebt allein von Jorges Verdienst als Mathelehrer. Zeit zusammen zu verbringen ist so selten wie kostbar. Es gibt Momente, in denen es Rückschläge gibt und das beeinflusst meine Stimmung dann sehr in meinem Alltag. Auch wenn ich mit etwas anderem beschäftigt bin, denke ich ständig über die Sache nach, über die Folgen des Videos, darüber, was die Anwälte sagen werden, über die Gutachten. Ich denke viele Stunden am Tag darüber nach. Zwei Stunden später. Die Gruppe um Angel hat nun die Stadt Regua auf portugiesischer Seite erreicht. Am Gleis warten schon die anderen auf sie. Feierlich. Für Angel sind es bekannte Gesichter. Die Aktivisten jenseits der Grenze stehen im engen Kontakt und organisieren immer wieder gemeinsame Proteste. Heute sollen vor allem die portugiesischen Bürger über die Mine aufgeklärt werden. Diese Mine kann schwere Folgen haben, nicht nur für Spanien, sondern auch für Portugal. Portugal als Land ohne AKWs kann durch eine Uranmine nur verlieren. Wir müssen die Portugiesen dazu bringen, zu verstehen, dass es auch ihr Problem ist. Wir haben die Tendenz zu sagen, das ist ja in Spanien, das ist weit weg. Und es ist auch relativ weit weg von den Großstädten Lissabon und Porto. Aber einige Probleme sind in Wahrheit ganz nah. Wir reden hier von einer offenen Uranmine. Auf der Straße wird deutlich, dass noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Es ist Uran, das durch den Duero fließt und sich weiter ausbreitet. Guten Tag, nur zu Ihrer Information. Na gut, wenn Sie nicht wollen. Der Flyer informiert Sie über die Folgen für den Duero. In Portugal erwarte ich mehr Reaktionen. In Spanien ziehen sich die Menschen eher zurück. Sie gehen an dir vorbei, interessieren sich nicht. Aber wir werden es auch dort wieder versuchen. Stundenlang wird Angel heute in Portugal noch auf Menschen zugehen. Sonntagnachmittag. In Retortillo geht eine Firmung zu Ende.
Jetzt wird gefeiert. Auch Uran-Befürworter Eustaquio ist mit Familie dabei. Diesen Spielplatz hat Berkeley finanziert. Der Konzern hat viel Geld in Retortillo investiert. Er sponsert Fußballclubs und hat das WLAN ausgebaut. Bei einigen kommt es gut an, so wie bei Eustaquio. Gerade spielen hier wenige Kinder, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel im Sommer los ist. Stimmt's, Paco? Und die Schwimmbäder, wie voll sie letztes Jahr waren. Eine Gemeinde wie diese ist am Ende, wenn sie im Sommer das Schwimmbad nicht öffnen kann. Sie macht Verluste, denn die Instandhaltung kostet der Gemeinde eine Menge Geld. Für den Ort seien Berkeleys Gelder sogar überlebenswichtig. Ja, die Investitionen sind uns willkommen. Wir haben sie auch nötig. Die Dörfer sind klein, sie sterben aus. Wenn weiterhin immer mehr Menschen den Ort verlassen, wird unser Dorf in kurzer Zeit völlig verschwinden. Von Abwanderung ist auch die Nachbargemeinde Villa Vieja betroffen. Doch für Jorge würde die Mine das Problem erst recht verschärfen. Der Bürgermeister ist auf dem Weg zum Gemeindesaal. Ein Infoabend über Berkeleys Projekt steht an. Jorges Video zum Tragen der Schutzkleidung im Rathaus kommt offenbar gut an. Ich habe die Mitteilung bekommen, dass mehrere Medien mein Video veröffentlicht haben und darüber berichten. Berkeley hat auch Villa Vieja Gelder für öffentliche Investitionen angeboten. Auch hier nötig, um Menschen zu halten. Jorge lehnte ab. Diese Angebote, zum Beispiel das Altenheim fertig zu bauen oder einen Park anzulegen, sind meiner Meinung nach aus einem einzigen Grund gemacht worden. Berkeley nimmt an, dass wir uns dann seinen Interessen unterwerfen müssen, wenn die Gemeinde die Angebote annimmt. Für einen Teil der Einwohner ist Jorges Entscheidung umstritten. Vor dem Gemeindesaal warten schon die Minengegner. Für Angel ist es wichtig, Präsenz zu zeigen und die Kräfte zu bündeln. Über die Jahre hätten viele in der Region mit dem Thema abgeschlossen. Mal sehen, ob wir nach und nach Leute gewinnen können, die gegen die Mine sind oder sich nicht wehren, weil sie denken, dass nichts mehr zu machen ist. Berkeley verkündet ja jeden Tag über die Medien, dass alles im Lot ist, dass sie alle Genehmigungen haben. Aber das ist eine Lüge. Sie betrügen die Menschen. Zumindest fühlen sich Angel und andere Viehzüchter betrogen. Denn käme die Mine, könnten sie ihre Fincas verlieren, um Platz für den Uranabbau zu machen. Es fehlen noch wichtige Genehmigungen, um die Mine in Betrieb zu nehmen. Als nächstes die Baugenehmigung. Aber die hat Berkeley noch nicht. Zu den Infoabenden kommen meist Urangegner. Dennoch muss sich Roche auch hier unangenehmen Fragen stellen. Auch wenn Sie nicht die Kompetenz dafür haben, würde ich gerne wissen, ob das Rathaus einen Plan oder Ideen hat, wie es alternative Arbeitsplätze oder Anreize für die Industrie schaffen kann, sich in der Region niederzulassen. Unsere Möglichkeiten sind in der Tat sehr begrenzt, nicht nur des Geldes wegen, nicht wahr? Aber innerhalb dieser begrenzten Möglichkeiten, die uns als kleinen Gemeinden bleiben, haben wir zum Beispiel jetzt verfügt, dass bestimmte Felder den jungen Menschen unter 25 Jahren zugutekommen sollen, die sich als Landwirte selbstständig machen wollen. Ein brisantes Thema. Die Frage ist so heikel wie legitim. Kämpfen wir weiter. Trotz des Applauses weiß Roche, dass sein Angebot nicht ausreicht. Er bekämpft den einzigen Großinvestor in der Region, ohne Jobalternativen außerhalb der Viehzucht. Ich fühle mich eingezwängt, wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen geht. Es ist eine allgemeine Ohnmacht, die wir Bürgermeister fühlen, die in diesen kleinen Dörfern leben. Wir sehen ja, dass man wirklich Stellen schaffen müsste. Aber diese Macht haben wir nicht. Und wir können den Leuten nicht sagen, ich habe die Lösung. Die haben wir eben nicht. Wie der Streit um die Uranmine auch ausgeht, er wird Opfer von den Menschen der Region fordern. Unklar ist nur, von welcher Seite.